Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Thronfolgerbox von Kalim. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Thronfolger von Kalim. Es ist knapp ein Jahr her, im Oktober 2016 kam dieses Album, Kalim Odyssey 579, und jetzt, wie gesagt, knapp ein Jahr später, im September 2017, ist jetzt Thronfolger am Start. Wir werden das Ganze mal aufschneiden, aus der Folie befreien, damit das nicht mehr so krass spiegelt. So. So sieht das Ganze aus. Also, wir haben hier auf der Vorderseite Kalim ziemlich im Schatten stehen. Also wir erkennen ihn sehr, sehr schlecht. So sieht das Ganze aus. Und die Unterseite ist schon etwas beschädigt worden beim Versand. Das Problem ist auch, es ist so eine, ja, keine richtige Kartonbox, sondern es ist einfach nur ein bisschen stärkeres Papier, so eine Papphülle. Und dementsprechend hat das hier schon leider Gottes Schaden genommen. Auf der linken Seite haben wir Kalim Thronfolger. Auf der rechten Seite ebenfalls blank schwarz auf der Oberseite. Und hier hinten haben wir dann noch die Credits und einen Barcode. Okay. Ich schätze mal, das Ganze geht dann hier auf. Okay. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier an Boxen halt haben. Eine Kappe. Das wird wohl das Poster sein. Eine Karte, zwei Sticker, die sind jetzt weggerutscht, die Bonus-EP, die Kassette und das Album an sich. Ansonsten hier nichts weiter drinnen. So sieht das Ganze von innen aus. Ich mache das jetzt mal wieder zu. Okay, alles klar. Wir fangen natürlich an mit dem Album an sich. Auch dieses wieder eingeschweißt in Plastik. Das heißt, hier werden wir ebenfalls die Folie als erstes mal entfernen. So sieht das Album aus, spiegelt leider auch sehr, sehr stark. Ebenfalls wie auf der Box haben wir hier Kalim im Schatten stehen und hier unten steht Kalim Thronfolger. Dann haben wir hier nochmal Kalim mit den Fingern zu Pistolen geformt an seine Schläfen gerichtet. Und hier oben lesen wir dann die Tracklist. Es ist leider unfassbar klein geschrieben und echt, echt schwer zu lesen. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir im Booklet noch eine, ich sag mal, eine bessere Tracklist haben, zum Lesen zumindest. Schau mal ganz kurz in das Album hinein, ob hier im Booklet eine Tracklist ist. Ja, also hier haben wir Fotoaufnahmen von Kalim und dann haben wir hier Tracks aufgelistet. Also wir haben hier ein Feature von Chata, eins von Luciano, eins von Jesus und Gringo.
Dann haben wir weiter Features von Trettmann, Bowser, AST. Und noch zwei oder ein Feature von Maxwell. Das ist ein Skit. Alles klar. So, jetzt schauen Sie mal kurz das Artwork an. Also hier sehen wir viele. Sieht aus wie Bankschließfächer oder wie so Schubladen. Dann haben wir hier einmal Kalim in einem alten Mercedes sitzen. Und dann hier nochmal, er sieht aus wie eine Bar. Hennessy. Und hier noch die Infos, bzw. Credits zum Album, wer daran beteiligt war. Meine Favoriten-Tracks sind einmal der Track Nummer hier. Also das ist, wenn wir es kurz durchnummerieren, 4, 5, Track Nummer 5, Glitz und Glamour. Und dann Codex. Track Nummer 10, Codex. Richtig gut gefallen. Gut, dann haben wir die CD, auch wieder in dieser Schwarz-Rot-Optik gehalten, Schwarz-Orange. So sieht das Ganze aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Instrumental-CD. Die sieht folgendermaßen aus, ebenfalls wieder Schwarz-Orange und hier noch der Zusatz Instrumentals zu lesen. Und auf der Rückseite oder auf der Hinterseite sehen wir nochmal Kalim mit Sonnenbrille. Okay, dann haben wir die Bonus-EP. So sieht das Cover aus. Also die Bonus-EP nicht von Kalim selbst, sondern von diesem Mann hier. Das ist Ethan und die EP heißt 5-2 Vasi. Intro, Outro ist der erste Track, Dienstag, Katal Island. Das dürfte wahrscheinlich Babe heißen, also 6A, 6E, Babe. Und Nummer 5, Angel Dust. Also, eine EP eines anderen Künstlers, nämlich Ethan, und 5 Tracks auf dieser. So sieht die CD aus. Also auch hier wieder diese Pflanzen, die wir auch hier auf der Rückseite schon haben. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir die Audiokassette. Hier auch wieder Kalim drauf zu sehen. Und wir haben hier Tracks. Die Frage, wie man das am besten lesen kann. Das ist echt. Spiegelt extrem. Also Seite A. Ich werde mal ganz kurz das Licht abdrehen. Eventuell hilft das ein bisschen. Das nicht mehr ganz so stark spiegelt. Also, Seite A, da haben wir 5-6 Tracks und auf der Seite B haben wir nochmal 6 Tracks. Also es sind 1:1 die Tracks, die auch auf dem Album drauf sind. Das heißt, das ist kein Bonusinhalt, sondern es sind einfach die Tracks, die wir auf der Album-CD haben, nochmal hier auf der Kassette drauf. So sieht das Ganze aus. Also für die, die noch Kassetten kennen, die damit aufgewachsen sind, so sieht eine Kassette aus und die hat ebenso wie eine Vinyl eine A- und eine B-Seite. Hier auf der Innenseite nochmal das Cover, Kalim im Schatten stehend. Okay, fällt mir richtig gut, so aus Nostalgiegründen schon so eine Kassette reinzumachen. Dann haben wir diese Karte hier. Ich dachte, es wäre eine Autogrammkarte, aber ich sehe keine Unterschrift, also sie ist definitiv nicht unterschrieben. Und auch hier wieder das Foto, das wir schon vom Cover kennen. Rückseite blank weiß. Das Ganze im Hochformat relativ groß. Dann haben wir zwei Sticker. Einen quadratischen Sticker, ebenfalls wieder mit dem Cover und dem Schriftzug Thronfolger. Und dann haben wir einen rechteckigen, beziehungsweise im Querformat Kalim Thronfolger. Dann haben wir noch ein Poster, einseitig bedruckt, Rückseite blank weiß. Poster sieht folgendermaßen aus.
Wir kennen es, das Cover. Unten wieder der Aufdruck Kalim Thronfolger. Und hier dann Kalim wieder im Schatten stehend. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir noch die Kappe. Ist eine, ja, keine New Era Cap, sondern so eine normale Cap hinten zum Verstellen. Hier lesen wir FSN, also 579. Und hier vorne, wenn auch etwas schwerer zu lesen, ebenfalls FSN, wobei das S hier mehr oder weniger ein Dollarzeichen ist. Die Kappe ist sehr, also von der Optik so ja, Vintage-mäßig, so verwaschen. Erinnert so ein bisschen an die Optik, die auch die Stone Island Sachen haben. Also es ist diese spezielle Prägung, dieses Verfahren, so verwaschen. Und dann haben wir hier natürlich eine entsprechende Metallöse, so eine Schlaufe, womit man das Ganze dann Größen verstellen kann. Und hier das Überschüssige natürlich ebenfalls verstauen kann. Ist jetzt, um ehrlich zu sein, von der Kappe her nicht ganz so mein Stil. Also ich trage solche Kappen eher nicht. Aber ist auf jeden Fall eine nette Sache in der Box. Hier lesen wir noch Made in Vietnam. Vietnam sehr lustig geschrieben mit großem N. Aber leider keine Hinweise über das verwendete Material. Ja, und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Kappe, das einseitig bedruckte Poster im Hochformat, die beiden Sticker einmal im Querformat, einmal quadratisch, diese Karte von Kalim, weiß ich nicht, ob die unterschrieben gehört, eventuell ist die bei euch unterschrieben, bei mir ist sie es nicht, die Bonus-EP von Ethan, die Audiokassette mit dem Album drauf und das Album inklusive der Instrumentals an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box, Thronfolger von Kalim. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, was haltet ihr von der Box, was ist eure Meinung, in die Kommentare damit. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kalim unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.